Herzlich willkommen hier im Kreisimpfzentrum des Hohenlohe-Kreises in der Hohenloher Sporthalle hier in Öhringen. Hier haben in den letzten Wochen zahlreiche Helfer des THW, des Deutschen Roten Kreuzes, der örtlichen Feuerwehr geholfen, Wände hochzuziehen, Möbel eingetragen. Hier wurde ein spezieller Schutzboden verlegt, damit der Sportboden keinen Schaden nimmt. Der Boden wurde von der Firma Continental, früher Hornschuch, zur Verfügung gestellt. Ausgebaut hat es ein Messeeinrichter aus Pretzfeld, also hier aus dem Hohenlohe-Kreis. Und vor allem war hier das THW, der Ortsverband Vettelbach, am Werk und hat am Tag mit 15 bis 25 Helfern das Kreisimpfzentrum eingerichtet. Und wie Sie sehen, es ist gelungen. Direkt nach dem Eingang kommen Sie zur Registrierung. Da werden Sie nochmal abgefragt, ob Sie einen Termin haben. Da werden auch Stammdaten von Ihnen aufgenommen. Und dann kommen Sie zu unserem sogenannten Kino. In diesem Kino wird ein dreiminütiger Film in unterschiedlichen Sprachen vorgeführt, der Sie über das Impfen informiert. Dann kommen Sie zum Face-to-Face-Gespräch, zur sogenannten Anamnese mit einem Arzt. Danach dürfen Sie direkt weitergehen zum Impfen selbst. Und nach dem Impfen schließt sich die sogenannte Überwachungszone an. Dort werden Sie dann nochmal die Gelegenheit haben, sich auszuruhen und sich quasi unter Aufsicht zu erholen. Wir sind noch auf der Suche nach Menschen, nach Ärzten und medizinischem Personal, die uns bei dem Impfen unterstützen, die auch notwendig sind. Und wir brauchen vor allem Sie, die Sie sich impfen lassen, denn nur dann können wir die Pandemie besiegen und so schnell wie möglich zu einer Normalität zurückkehren. Danke dafür.